So wie ich jetzt hier gerade aus dem Zelt herausgekommen bin, so ist unser Held, der Siebeneisen, in seinem neuen Roman ganz oft aus Zelten herausgekrochen. Er muss wieder auf Weltreise gehen. Und dieses Mal folgt er der Route des legendären Entdeckers James Cook. Der hat nämlich, was niemand weiß, auf seiner dritten Reise die Einzelteile einer heiligen Elefantengottstatue versteckt. Und Siebeneisen muss diese Teile finden. Dick vermummt und in einer Daunenjacke, in der er wie das Michelin-Männchen aussah, saß Siebeneisen in der kalten Nacht vor seinem Hotel. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt und den Gesichtsausdruck eines Kindes, das an Heiligabend die Wohnzimmertür öffnet und seine Geschenke unter dem Weihnachtsbaum entdeckt. Er saß schon länger dort. Als er ins Freie getreten war, war ihm die Kälte wie eine Peitsche ins Gesicht gefahren, aber nun spürte er sie schon lange nicht mehr. Er wünschte, dass das da über ihm niemals aufhörte. Später, wenn man ihn danach fragte, wie das gewesen sei, damals nachts in Churchill, oben an der Hudson Bay im kanadischen Norden, dann würde er sagen, dass er zuvor nie etwas so Schönes gesehen habe. Niemals. Und dass er wie hypnotisiert dort gesessen habe, unter dem eisigen Polarhimmel, der verrückt spielte. Menschen, die eine Aurora Borealis gesehen haben, suchen später oft nach den passenden Worten, die dem Phänomen gerecht werden. Sie formulieren, sie überlegen, sie stammeln und zögern und irgendwann retten sie sich dann in Formulierungen wie, ach, man kann das irgendwie gar nicht beschreiben. Was natürlich irgendwie stimmt. Es gibt Dinge auf dieser Welt, für die hat die Sprache des Menschen noch keine Worte gefunden. So alt sind sie. Siebeneisen jedenfalls kam es vor, als schüttet da oben jemand Farbe über der Nacht aus. Der Himmel wurde grün und blau und rot und wieder grün. Glühende Nebelschleier zuckten hin und her und wurden von unsichtbaren Winden zerfasert wie Zuckerwatte. Leuchtende Finger griffen in die hintersten Winkel des Firmaments, als wollten sie die Sterne vom Himmel klauben. Es war, als würde man der Schöpfung bei einer heimlichen Zugabe zuschauen. Lange nach dem eigentlichen Vorstellungsende, wenn der Vorhang längst gefallen war. Als Siebeneisen nach dem Frühstück vor die Tür trat, begrüßten ihn die Insekten wie einen guten alten Freund, auf den sie schon die ganze Zeit über gewartet hatten. Er fuchtelte mit beiden Händen vor dem Gesicht herum. Wenn er eine Hand frei hatte, erschlug er Fliegen, die sich beim Fuchteln auf die andere Hand gesetzt hatten. In regelmäßigen Abständen klatschte er sich auf Wangen, Stirn und Nacken. Es nutzte alles nichts. Er spürte, wie einzelne Stiche bereits zu jucken begannen. Warum fielen diese Drecksdinger alle über ihn her? Er sah zu Lorne hinüber, die absolut unbelästigt am Wasser stand, wo sicherlich dreimal so viele Mücken in der Luft waren. Sie schaute völlig versunken auf den Fjord hinaus, während er wie ein tobendes Rumpelstilzchen aussah bei seinen Versuchen, die Fliegen fernzuhalten. Man musste sich wirklich nicht wundern, dass dieses Fjordland der einsamste Teil Neuseelands war, dachte er. Es war kein schlimmer Regen, der da auf die Flanke des Berges fiel, eher ein beständiges Nieseln, das einem unter die Kleidung kroch. Es war ein Regen, der überall hin wollte und es überall hin schaffte. Ein sturer, penetranter, nervender Regen, der harmlos tat, aber heimtückisch war. Ein Regen, der immer dann nachzulassen schien, wenn man den Kopf hob, um ihn zu beobachten, und immer dann wieder heftiger wurde, wenn er sich unbeobachtet fühlte. Es war ein Regen, der sich unter die Lider ihres Wanderführers legte, wie das Rauschen unter alte Schellackplatten. Es war ein Regen, der einen zermürben konnte. Michael Row the Boat Ashore, sang ihr Wanderführer. Als hätte er es gehört, legte der Regen noch einmal einen Gang zu. Und jetzt habe ich Ihnen noch die Namensgeberin des Romanes mitgebracht. Das ist sie. Diese Kobra lebt normalerweise in einem Teehaus in Indien und schläft den lieben langen Tag. Sie hat ein langes Arbeitsleben hinter sich. Sie war im Diensten eines Schlangenhypnotiseurs die ganze Zeit. Jetzt schläft sie, außer sie hört westliche Rockmusik. Dann wird sie wach und dann passiert das hier. Musik.
Es war kein schlimmer Regen, der da auf die Flanke des Berges fiel. Eher ein... Nochmal.